Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shenlich TV und zu einem neuen Steam Deck Tutorial. Heute verwandeln wir unser Steam Deck in eine Multi-Gaming-Plattform. Denn was gibt es Besseres, als hochentwickelte Technologie dazu verwenden, um 20 Jahre alte Games zu zocken? Aber auch ein paar neue. Also, um euer Steam Deck in eine Emulationsmaschine zu verwandeln, gibt es Menschen, die wesentlich schlauer sind als ich. Und die haben etwas entwickelt, das nennt sich EmuDeck. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das EmuDeck installiert, wie ihr damit umgeht, wie ihr damit Spiele startet und auch wie ihr sie in Steam anzeigen lasst und so weiter und so fort. Ich gehe dabei nicht auf alle Emulatoren im Einzelnen ein, dafür mache ich dann wahrscheinlich separate Videos. Ein bisschen genauer werde ich aber auf Yuzu eingehen. Das ist der Nintendo Switch Emulator. Und da das die aktuellste Konsole ist, die das Steam Deck emulieren kann, oder die, für die es überhaupt gerade Emulatoren gibt, glaube ich, deswegen gehe ich darauf ein bisschen näher ein. So, wir machen das Step by Step. Ja. Ich bin alt, wir machen das langsam, beziehungsweise nicht ganz so hastig. Also ich werde das Video natürlich aber auch mit Kapiteln versehen, also klickt euch durch, wenn ihr ein bisschen was skippen wollt. Also, zuerst mal seht ihr, ich habe das jetzt hier schon installiert, das ist aber kein Problem, das könnt ihr quasi ignorieren. Als allererstes geht ihr hier auf diese Seite, die nennt sich emudeck.com. Ganz simpel. Und dann kommt ihr hier auf diese wunderschöne Seite. Es ist ein One-Slider, wo ihr auch schon alle Informationen bekommt. Auch zum Beispiel, welche wunderschönen Konsolen wir damit alles spielen können. Und ja, dann geht ihr einfach auf Download und ladet euch das Ding runter. Bam. Ja, dann bekommt ihr hier so eine EmuDeck-Desktop-Seite. Das File, die packt ihr auch dann auf euren Desktop und führt sie aus. Also das habe ich jetzt schon gemacht, weil das ein bisschen dauert, das alles zu installieren, und das würde zu viel Zeit im Video kosten, deswegen habe ich das jetzt schon mal vorbereitet. Was ich auch machen kann ist, ich werde jetzt hier mal das Update starten, was im Prinzip genau dasselbe ist wie die Installation. So sieht das dann aus. Hier geht ein Konsolenfenster auf und die Skripts, die da im Hintergrund alle gestartet werden, laufen alle automatisch. Ihr müsst hier nur ein paar Fragen beantworten. Diese zum Beispiel, die wird euch auch erscheinen. Und hier könnt ihr natürlich, wenn ihr gar keine Ahnung habt, worum es überhaupt geht, und wenn ihr einfach nur einsteigerfreundlich ein bisschen schnell und unkompliziert zocken wollt, dann wählt ihr einfach den Easy Mode aus. Dann fragt ihr euch, wo ihr das installieren wollt. Wenn ihr eine SD-Karte habt, ist es natürlich, also könnt ihr es natürlich auch darauf installieren. Das fragt er mich jetzt beim Update trotzdem. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn ich es intern installiert habe und dann auf die SD-Karte update, ob er das dann alles verschiebt. Keine Ahnung. Aber ich habe es internal installiert und deswegen lasse ich das auch so. Und das hier ist jetzt nur der Update-Skript, den werdet ihr dann auch erhalten, weil nachdem ihr das EmuDeck-Desktop-Skript ausgeführt habt, werdet ihr diese ganzen Symbole hier bekommen. Und ja, das, diese hier kennt ihr schon, die beiden. Diese fünf Symbole sind neu. Ich lasse das jetzt einmal durchlaufen. Und dann geht's weiter und dann erkläre ich im Einzelnen, was ihr da noch zu machen habt, damit das Ganze funktioniert und vor allem wie. Okay. Nachdem das Ganze durchgelaufen ist, erhaltet ihr noch die Meldung, dass er fertig ist und ja, dass ihr hier überall noch Hilfe bekommen könnt, wenn ihr dazu das wollt, und gibt euch genau diese Anweisungen bezüglich, wo ihr eure ROMs hinpacken wollt. Da gehe ich gleich hin, das zeige ich euch gleich. Und auch, wo ihr euer BIOS hinpacken wollt. Eventuell gibt es noch eine Fehlermeldung von Ryujinx oder Yuzu, von wegen Podkeys oder BIOS oder was ist nicht gefunden und muss da und da hingepackt werden, damit das läuft. Das ignorieren wir jetzt erstmal vorerst, und dazu komme ich am Ende nochmal, wie das mit Yuzu läuft und Ryujinx und den PlayStation-Emulatoren. So, dann möchte er, dass ihr den ROM-Manager öffnet. Das ist das erste, die erste Hürde. Oh, jetzt macht er beides klein. Okay, und das können wir aber machen. Und
Ich erkläre einmal ganz kurz noch hier hinten, wofür diese Knöpfe alle sind, die ihr jetzt hier habt. Eine Compression ist klar, es versucht ein bisschen eure ROM-Sammlung zu komprimieren. Mit dem EmuDeck Tool Updater updatet ihr nur die Tools, die EmuDeck hat. Also die ganzen Emulatoren, das kriegt ihr aber auch über Chemu, also ihr kriegt hier unten Update-Messages, Chemu, Quatsch, was sag ich da, über Discover meine ich natürlich. wenn das jetzt richtig passiert, dann seht ihr hier schon, das sind schon zwei Emulatoren, die kann man auch hier rüber ganz normal updaten, ihr kriegt hier auch, ich meine, für deswegen der Tool-Update ist nicht ganz so wichtig. Das, was wir jetzt gemacht haben, hier ist das komplette EmuDeck zu updaten. Und das ist auch manchmal gar nicht so doof, das zu tun. So, hier ist der Stream ROM Manager, den wir jetzt hier geöffnet haben. Das Ding sieht jetzt ein wenig kompliziert aus und steht auch hier, dass es erstmal ein bisschen overwhelming aussieht. Aber es ist gar nicht so schwer. Und das stimmt auch. Ihr müsst dem Ganzen nicht viel Tiefe entgegenwirken, wenn ihr das nicht wollt. Das Ganze hier dient nur dazu, eure Steam-Sammlung in eure Spiele-Sammlung in euren Steam hübsch aussehen zu lassen. Ja, weil je nachdem, wie ihr das anzeigen lassen wollt, könnt ihr das hier rüber regeln. Und zwar, wenn ihr es ganz simpel haben wollt, geht ihr hier auf Generic. Ja. Und dann müsst ihr hier euren ROM-Pfad angeben. Das ist in eurem Fall und in meinem Fall immer Emulation. Dieser Ordner wurde neu erstellt von dem Skript. Und dann ROMs. Fertig. Ja. Und hier wähle ich einfach immer die Emulation Station Exe. Da steht auch als dabei, also wenn ihr irgendwas erklärt haben wollt, hier ist immer so ein kleines I, dass das irgendeine Datei sein kann. theoretisch auch nur im Pfad. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Bei Generic braucht man das offensichtlich nicht. Wenn man jetzt einen anderen Parser nehmen würde, dann wäre das vielleicht nötiger. Aber jetzt fürs Simple brauchen wir das erstmal nicht. Da seht ihr, dass mein Executable ist im Home Deck Emulation Tools und dann Emulation Station. Da ist das Ding und das ist eine App-Image-Datei. Deswegen nimmt er die, frisst er die und dann hat er keinen Stress. Stress hat er, warum er keinen Stress hat, sehen wir hier. Ihr müsst das dann speichern. Nur die zwei Sachen müsst ihr bei dem, zumindest bei dem Preset Generic einstellen. Ja, es gibt natürlich noch tausend andere Presets, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das könnt ihr alles selber erforschen, wenn ihr das wollt. Das Generische ist halt ziemlich generisch. So. Und dementsprechend das Simpelste. Dann den Rest braucht ihr nichts zu machen. Das wird alles über dieses Preset quasi ausgefüllt, ohne dass ihr da was tun müsst. Und dann geht ihr auf Test Parser. Dann kommt ihr in dieses Fenster. Und dann seht ihr hier, Parser Test ist complete. Alles hat wunderbar funktioniert. Und easy peasy lemon squeezy. So. Jetzt haben wir hier links die Auswahl der Parser. So. Ich habe jetzt schon diverse ROM-Pakete runtergeladen. Zum Beispiel SNES-ROMs und wenn ich jetzt in den Preview gehe und lasse diese Parser alle an und drücke App-Liste generieren, was dann passiert, das seht ihr hier oben, Remaining Providers, er versucht alle meine Titel, die ich als ROMs besitze, mit einem Bild zu versehen und so auch dann in meine Steam-Bibliothek zu pumpen. Was nicht unbedingt schlau ist. Ja, also ich kann das jetzt ein bisschen laufen lassen oder auch nicht, aber wenn man jetzt hier runterscrollt, wenn ihr seht, all diese Games versucht er jetzt mit Bildern zu versehen und so würden die dann auch in meine Steam-Bibliothek geballert werden. Und hier unten, das hat er noch gar nicht gepasst. So, und das ist ein bisschen viel für meine Steam-Bibliothek, finde ich, und auch komplett unnötig. Deswegen ist es, mach mal das lieber nicht. Ja? Ich mache jetzt hier einmal Stop und dann gehen wir hier auf die Parser und dann sagen wir, was wir wollen. So. Ich möchte gerne meine Emulation Station und meine Emulatoren, also die einzelnen Emulatoren hier. Und dann hätte ich gerne noch, ich kann es mal kurz zeigen, bevor das unklar wird. Ich glaube, er hat mein Steam schon gekillt. Nein, hat er noch nicht. Okay. Hier. Das ist in eurem Steam jetzt auch angelegt. Hier seht ihr all diese Emulatoren.
Ja, Chemo für Wii U, Citra für NDS, also ne, Nintendo DS. Dolphin für normale Wii, PlayStation. Die Emulation Station ist was Besonderes, da komme ich gleich noch zu. Mame für alte Arcade-Games, PCSX2 für PlayStation 2, PPSSPP für PSP. Der Prime Hack, das ist ein spezieller Emulator nur für Metroid Prime. Ja, den gibt es tatsächlich. Und RetroArch für 5.627.000 ältere Konsolen, die ich zu 75% alle nicht mal kenne. Da ist alles Mögliche bei, das zeige ich nachher auch nochmal. Unter anderem auch SNES und so weiter und Mega Drive und die ganzen alten. Ja, die, also, aber wirklich alle. Es gibt, also da sind so viele drin, das wie gesagt, das ist unglaublich. RPCS3 für PS3, dann haben wir noch Ryujinx und Yuzu für Switch und der Xemu für die Original Xbox. So, das hier sind Emulatoren und die sind jetzt im hier schon drin, weil ich sie hier ja auch quasi angegeben habe. Das habe ich jetzt schon vorher gemacht natürlich, also wenn ich jetzt aber hingehe und möchte sagen, okay, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich auch noch meine Switch-Spiele direkt auswählen könnte. Im Steam, ja, also hier so, dass es hier so auftaucht, beziehungsweise in eurem Gaming-Mode dann auswählbar ist, dass ihr nicht erst den Weg über die Emulation Station oder den Dings direkt geben müsst, dass ihr quasi direkt das Spiel auswählen könnt, dann wähle ich das hier aus. Ich gehe mal eben, ich muss mal eben suchen, Nintendo Switch Yuzu. Ich verwende Yuzu anstatt Rio Dings. Und dann kann ich hier in den Preview. Dann nochmal Generate App List. Jetzt habe ich nur noch 19 Titel. Das ist ganz cool. Und hier sieht man, okay, hat jetzt alle meine Emulatoren, die ich angehakt habe, meine Emulation Station und die Spiele, die ich in Yuzu drin habe. Wobei er Mario Strikers noch nicht kennt, offensichtlich. Ich kann nochmal gucken. Aber da ist anscheinend nichts. Okay. So, aber ihr seht schon hier Mario, bla bla, das funktioniert ganz gut. Und dann sage ich, jetzt, bevor ich diesen Knopf drücke, müsst ihr Steam ausschalten. Ist wichtig. Steam beenden. Und dann drückt ihr Save App List. Nachdem ihr die gespeichert habt, ja, sollte sie in Steam auftauchen. Dann mergt er die VDF-Dateien und dann habt ihr hier in der Steam-Bibliothek diese Knöpfe. Ja. Mario Odyssey. So, dann das heißt, ihr könnt jetzt die hierüber direkt starten. Ja, also auch über den Gaming-Mode direkt starten. Ja, ist jetzt eine eigene Kategorie, Nintendo Switch Yuzu. So sehen die dann aus, wenn ihr die dann im Gaming-Mode habt. Und dann könnt ihr die quasi direkt über hier starten. Und das ist ziemlich cool. Ja, zumindest optisch. Natürlich, wie gesagt, kann man da noch echt viel Zeit drin verwenden, neue Motive und sowas zu suchen. Und eine noch viel schlimmere Sache ist Emulation Station. Da wollte ich jetzt drauf kommen. Und zwar Emulation Station ist mehr oder weniger so eine Sammlung von euren Emulatoren, die das quasi alles in so ein hübsches Layout packt. Wie ihr hier seht, wie steuere ich das eigentlich gerade? Oh Gott. Ja, wie ihr hier seht, ich habe ein paar, also hier werden nur Sachen angezeigt, wo ihr auch Spiele drin habt. Also ich habe jetzt hier nur in Switch, Amstrad und SNES Spiele drin. Wenn ihr jetzt noch weitere ROMs verteilt, dann würde das hier dementsprechend auch angezeigt werden. Und wie ihr schon seht, also hier kann man wirklich sich komplett drin verlieren, was die Dings angeht, das Layout und wie das alles aussieht und so weiter. Also ich gehe jetzt mal hier in mir rübergreifen.
Also, wir können dann quasi in zum Beispiel den Switch reingehen. Und dann können wir hier unter Optionen bzw. Menü, dann gibt es hier diesen sogenannten Scraper. So. Und dann fragt ihr euch, von wo wollt ihr das? Und dann, keine Ahnung, lassen wir es mal so, wie es ist. Und hier gibt es 1000 Sachen, wie ihr das scrapen könnt. Muss man das System auswählen. Da, wir wollen jetzt Nintendo Switch. Okay. Und was er jetzt macht, ist, er lädt dafür Bilder und so und auch Videos manchmal runter. Ich weiß gar nicht, ob ich Videos extra einstellen muss. Welche ihr dann im Auswahlbildschirm dieses Spiels dann sehen könnt. Also, ihr könnt das Ganze wirklich, wirklich hübsch machen und auf eure eigenen Bedürfnisse anpassen. Dieser Modus, in dem ich mich jetzt befinde hier von der Emulation Station, ist auch, es ist alles änderbar. Es gibt noch modernere Modi und ihr könnt auch eigene Bilder machen für eure Spiele, so dass ihr, ne, also hier kann man sich wirklich drin verlieren, wenn man und dann seht ihr hier, jetzt werden hier die Bilder angezeigt und teilweise auch Videos, was man in dem Spiel halt macht oder so, ne, also quasi so Previews, und das ist natürlich schon ziemlich geil. Also man kann hier wirklich Stunden um Stunden verbringen, um seine ROM-Bibliothek hübsch zu machen. Und das Ganze ist quasi organisiert das Ganze hinter Steam. Wenn ihr also eure Spiele nicht in Steam angezeigt haben wollt, ja, sondern das Ganze hinter der Emulation Station, könnt ihr das Ganze hinter der Emulation Station einfach verstecken, dann startet ihr die Station und von da aus dann die Games. Das, weil manchmal hat man ja auch so viele Spiele, die man gut findet, dass sie die Bibliothek total zumüllen würden. Und so braucht man ja dann auch nicht alle Games, die man gerne spielt, als Favorit setzen, sondern einfach nur die Emulation Station und hat dann da alle drin. Aber wie gesagt, hier kann man sich wirklich drin verlieren. Und das ist eine Customizability, die ich eigentlich ziemlich cool finde. So, ich musste jetzt das Ganze am Pad selbst bedienen. Ich guck mal eben, ob ich hier wieder rauskomme. So, wie gesagt, also ich habe 1000 Millionen Einstellungen. Da könnt ihr euch gerne mal. Ich bin tatsächlich so, dass ich mit der Standardeinstellung hier, mit diesem Standardbild und so, bin ich eigentlich echt zufrieden. Deswegen fummel ich da nicht so viel rum. So. Und ja. Das war das zu Emulation Station, hinter der man das Ganze verstecken kann. Deswegen müsst ihr dann hier, wenn ihr es passt, halt, könnt ihr auch sagen, ich will die Emulatoren auch nicht sehen. Finde ich alle kacke. Und dann könnt ihr nur die Emulation Station anzeigen lassen. Und dann habt ihr nur die in der Bibliothek. Und auch die Games von Switch braucht ihr dann da nicht drin, wenn ihr das nicht wollt. Das ist alles komplett euch überlassen. Und das dient dazu, eure Bibliothek dementsprechend aufzuräumen bzw. zu customizen, wie ihr das möchtet. Ja, bevor. So, jetzt haben wir noch die Sache, wie bringe ich überhaupt ein Switch-Spiel zum Laufen? Ja, da kommen wir jetzt in gesetzliche Grauzonen über Sachen, über die ich sprechen darf und welche nicht. ihr habt hier eine Ordnerstruktur, die bedeutet, wo die ganze Scheiße gelagert wird. Das ist relativ simpel. Ihr habt hier dann allen Ordner Emulation und habt hier dann ROMs. Und wenn ihr hier dann ROMs reinpackt, Beispiel, ja, das sind hier zum Beispiel, das sind die ganzen Systeme, die, ne, also das ist Wahnsinn. Wie viele Systeme man hier emulieren kann. Wenn ihr dann hier in Switch reingeht, dann packt ihr hier die Spiele rein. Okay, soweit, so gut. Aber das funktioniert ja dann noch nicht. Weil ihr braucht ja noch sogenannte Keys. Und diese Prot-Keys, die sind halt, ich kann euch nicht sagen, wo ihr sie herbekommt. Ich kann euch aber sagen, was es ist. Und ihr könnt, und ich kann euch zumindest sagen, dass wenn ihr danach sucht, ist das völlig in Ordnung. Wenn ich euch zeige, wo ihr das findet, ist es nicht in Ordnung. Also, einmal zurück zum Emulation. Und hier habt ihr dann
BIOS. Und hier müsst ihr dann die von Yuzu reinpacken, zum Beispiel hier die Keys, ja, diese Podkeys-Datei oder die Firmware. Bei der Firmware kann ich euch tatsächlich helfen. Das ist relativ simpel und das ist, da wäre auch jeder selber drauf gekommen, wenn ihr einfach, ich mache es einfach nochmal, ne? Switch Firmware Download. So, daran ist nichts Illegales. Dann kommt ihr hier zu Darth Sterney und der hat die neuesten Firmwares. Die runterzuladen oder zu besitzen ist nicht verboten. Bei den Protkeys verhält es sich anders. Protkeys sind Copyright von Nintendo und deswegen kann ich euch dazu keinen Download und nichts sagen. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie ich die Firmwares gefunden habe. Ungefähr auf dem ähnlichen Wege findet ihr auch Protkeys. Ihr müsstet dann darauf achten, dass sie auf eure Firmware zugeschnitten ist, die Protkeys. Aber das ist eigentlich, steht das dann da immer bei. Und dann müsst ihr das in die dementsprechenden richtigen Ordner packen. So, jetzt wollte ich nochmal kurz etwas genauer auf Yuzu eingehen, weil Switch auf dem Steam Deck spielen macht einen Heidenspaß. Und ich bin jetzt ja schon etwas näher auf Yuzu eingegangen, aber ich meine jetzt auch wegen den Spielen. So, weil es gibt natürlich da ein paar Hürden, die man umschiffen muss. Wir haben hier, wenn ich Yuzu einmal starte, ich kann das jetzt hier einmal direkt starten. Yuzu ist einer und Ryujinx. Ich habe jetzt bessere Erfahrungen mit Yuzu gemacht, aber das kann sich auch in Zukunft ändern. Muss man mal abwarten. Wenn ihr das startet, dann fragt ihr euch erstmal, welches Spiel wollt ihr denn spielen? Oder möcht ihr euch irgendwo hinschicken, wo ihr die Protkeys abladet oder die Firmware? Beides braucht ihr, um Switch-ROMs spielen zu können. Und ja, ihr seht jetzt schon, hier gibt es so eine Kompatibilitätsliste. Manches läuft halt einfach noch nicht. Ja, das ist also Switch auf einem PC oder auch auf einem Steam Deck zu emulieren, ist ungefähr wie mit einem Dreirad auf dem Rücksitz Trecker fahren für so einen Computer, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Systeme, die funktionieren auch völlig unterschiedlich und deswegen ist das alles nicht so leicht und die Leute, die sowas programmieren, die müssen diverse Hürden umschiffen, damit das überhaupt funktionieren kann und gewinnen dafür auch regelmäßig Preise und so weiter, also weil das so ein Riesenaufwand ist, das zu machen. Aber gut, manchmal will man das. So, jetzt haben wir hier diese Kompatibilitätsliste und die kann man sich natürlich mehr oder weniger selbst erklären, was das heißt. Und alles über Great und da gibt es noch Okay, ist alles, würde ich sagen, spielbar. Hier bei Intro und Dingens, da gibt es dann ein Problem. Es kommt aber das große Aber. Also erstmal kommen wir zur Seite. Wir haben hier eine Seite von Yuzu. Yuzu-emo.org heißt die. Und da findet ihr diese wunderschöne Kompatibilitätsliste. So. Und hier habt ihr dann alle Spiele, die es gibt. Ja, mit der dementsprechenden Kompatibilität, wie gut es auf dem Emulator gerade läuft. Da mich diese Liste abgefuckt hat, weil man hier nicht sortieren kann, habe ich die Liste genommen und selbst sortiert. So, ja, die stelle ich euch auch zur Verfügung. Und dann könnt ihr hier mal durchforsten, welche Games euch tatsächlich interessieren würden für die Switch. Ich habe hier mal ein paar markiert. Hier zum Beispiel Bayonetta läuft perfekt, Borderlands läuft perfekt. Und was perfekt heißt, zeige ich euch gleich noch. Mario Maker 2 läuft perfekt. Ich habe noch mehr, also ich habe hier so ein paar Titel rausgesucht, die vielleicht interessant sein können für den einen oder anderen. Bowser's Fury läuft auch perfekt. Und das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und ja, hier die Liste stelle ich euch zur Verfügung. Da könnt ihr dann gucken. Es gibt hier halt leider ein paar, die einfach auch nicht starten. Ja, und ein paar, die noch nicht getestet sind. Dazu zählt zum Beispiel Splatoon 3, was ich auch schon, da steht die jetzt nicht drin, aber es ist noch nicht getestet. Und nicht getestet ist meistens nicht gut. Ja, aber gut, kann man jetzt halt nicht ändern. Und hier in dieser Liste ist es ein bisschen überschaubarer,
welche Titel denn jetzt tatsächlich spielbar sind, falls ihr euch ein Spiel raussuchen wollt, was tatsächlich spielbar ist. Aber was heißt das jetzt? So, es gibt natürlich Titel, bei denen wollen die Leute, dass sie funktionieren. Ne? Breath of the Wild, Odyssey, blabiblub und so weiter und so fort. Wie komme ich denn da, wie bringe ich die denn zum Laufen? Naja, gut. Also nehmen wir, ich weiß gar nicht, ob das hier drin ist. Ich guck mal eben. Breath of the... So. Breath of the Wild. Wenn man da jetzt draufklickt, dann sieht man hier, dass es bestimmte Probleme gibt. Und dann gibt es hier Leute, die das getestet haben. Und da gibt es aber auch Lösungen für diese Probleme. Und eine Lösung für dieses Problem ist zum Beispiel ein sogenanntes Add-on. Und wenn ihr da ein bisschen nach googelt, dann könnt ihr, ich muss mal eben selber gucken, auf diese, ich dachte, es wäre auch auf diese Seite, muss mal eben, Wupp, Mod, genau, Yuzu Game Mods, könnt ihr sogenannte Mods runterladen. Ist das nicht dieselbe Seite? Doch, irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht anscheinend. So, es ist dieselbe Seite, aber es ist hinter dem Wiki versteckt, okay. Und hier habt ihr jetzt bestimmte Spiele mit bestimmten Mods. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Breath of the Wild hier ist. Wäre jetzt richtig cool, ja. So, und da seht ihr schon, okay, hier hat jemand einen Mod geschrieben, was das Spiel auf 60 FPS bringt. Yay! So, was macht man jetzt damit, wenn man das haben will? Man lädt es sich runter. Also, ich habe das hier schon mal mit Mario Odyssey gemacht. Hier gibt es dann, wenn ihr rechts klickt, eine Mod-Location. Könnt ihr öffnen und dann kommt ihr hier in so ein komisches... Ihr seht das schon hier, Emulation, Storage, Yuzu, Load. Und das hier ist die Game-ID. Ja, war ja Odyssey eines der ersten Spiele, war sie die nun mal... ziemlich clean aus. Oder das erste Game für Switch. Und dann habe ich hier einen Mod reingemacht, den sich Aspect Ratio. 16 zu 10, weil die Switch kann ja 16 zu 10. Also warum sollte ich das denn auf 16 zu 9 spielen, wenn ich 16 zu 10 haben kann? Gut, okay. Und dann kann man hier, wenn man hier auf Properties geht, kann man das sehen. Hier ist das. Okay. Da ist das drin, wenn ich das in den Ordner, also wenn ich das hier in den Ordner reinkopiert habe, ne, nachdem ich es runtergeladen habe, packe ich es hier rein, packe es hier rein und dann taucht es hier auf. Dann wisst ihr, dass es funktioniert. Ne? Es gibt auch noch diverse Menschen in Reddit-Foren oder sonst was, die euch dann ganz genaue Anweisungen geben, wie ihr hier die Grafikeinstellungen einzustellen habt, damit ihr da noch mehr FPS rausholt, falls ihr ein Spiel unbedingt spielen wollt, aber nicht wisst wie. Ihr findet da Hilfe. Empfehlen würde ich hier in diesem Yuzu, dass ihr hier unter Configure, dass ihr hier die Einstellung erstmal vornehmt, von wegen welcher Sprache und so weiter. Hätte ich das gerne. Ich muss mal eben hier selber auf Deutsch stellen. Ja, und auch bei System, wenn ihr das hier müsst ihr halt auf Deutsch stellen, damit eure Spiele halt automatisch auf Deutsch auch sind, wenn ihr sie startet. Vorausgesetzt, ihr habt ein deutsches, also ein EU-ROM runtergeladen, ne? Und dann wird das normalerweise auch gespeichert. Dann könnt ihr das hier, dann steht auf einmal Eigenschaften, dann könnt ihr das hier auch nochmal einstellen, ja. Wenn ihr das in dem Hauptteil nicht umstellen wollt oder was auch immer, könnt ihr das hier nochmal einstellen für das individuelle Spiel. Und dann ja, könnt ihr quasi hier so die Einstellung vornehmen, dass ihr dann auch ein deutsches Spiel habt. So, wenn ich das jetzt starte, das könnt ihr natürlich alles auch im Gaming Mode machen. Ja? Das macht das jetzt im Desktop Mode aus Gründen. So. Dann könnt ihr euch selber so ein bisschen ein Bild machen. Ich muss mal hier wieder zu meinem Steam Deck rübergreifen. Ton haben wir jetzt gerade hier nicht, weil, weiß ich gar nicht, ist aber auch wurscht. Kann ich das hier, ne, hier kann ich das nicht anzeigen. Okay. Sind wir ein bisschen schlauer?
und gehen mal in den Gaming Mode. Ich habe mein Setup soweit umgebaut, dass es jetzt möglich ist. So. Here we are. So, und wenn wir jetzt hier, seht ihr schon, Yuzu ist hier drin. Und ich gehe jetzt hier mal auf. Leckt ein bisschen so. Die Anzeige. Gehen wir hier jetzt auf die. Auf Yuzu. Beziehungsweise ich wollte euch ja das Ding hier zeigen. Leistung. Jetzt kann ich hier auf das Spiel gehen. Habt ihr links jetzt eine FPS-Anzeige und auch wie sehr das Steam Deck ausgelastet ist mit diesem Game. So, wir haben jetzt leider keinen Ton, weil darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Aber brauchen wir ja auch gerade nicht. So, weil ich bin also wirklich immer wieder fasziniert, wie gut dieses Game läuft. So, ihr seht da, die 60 FPS werden mehr oder weniger konstant gehalten. Und ja, theoretisch könnte ich das jetzt auch an meinen 4K-Fernseher anschließen und von da aus spielen, wenn ich Bock, wenn ich Böcke hätte. Ja, und das ist einfach, also das fasziniert mich ungemein. Ja, es geht nicht alles und eine Switch wird immer besser laufen, vermutlich. Aber hier hat man halt mehr als eine Switch dabei. Und das finde ich einfach beeindruckend. Auch die Tatsache, solche Sachen zum Laufen zu bringen, und das macht mir einfach unheimlich Spaß. Und vielleicht seid ihr ja genauso und dann kann man hier schon echt viel Fun unterwegs mit haben. Dieses Spiel hier, Bowser's Fury, findet ihr übrigens komplett gespielt auf meinem Kanal. Jeden einzelnen Scheiß-Cutscene-Signal habe ich hochgeladen, weil das hat so einen Bock gemacht. Das musste ich einfach direkt durchspielen. Und natürlich ist hier noch Super Mario 3D World mit dran, was natürlich auch ziemlich geil ist. Aber Super Mario 3D World kann ich nur alleine spielen. Da kriege ich sonst Aggressionsanfälle. Mit jemandem zusammen oder am besten noch zu viert und jemand kommt dann nicht in den Bildschirm. Ach, schrecklich. So. Also, wie ihr seht, keine FPS-Anfälle bei perfekten Games. Es ist läuft absolut flüssig, absolut perfekt. Sieht absolut geil aus. Ich habe jetzt für dieses Game noch kein Add-on installiert, kein Mod installiert. Was ihr natürlich auch noch machen könnt. Ich weiß nicht, ob es eins gibt. Aber ne, zum Beispiel für Breath of the Wild gibt es einfach einen 60 FPS-Patch und dann könnt ihr euch das geben und es läuft mit 60 FPS. Easy peasy lemon squeezy. So. So viel dazu. Wenn ihr übrigens den, ich weiß gar nicht, wie die Knöpfe heißen, den Hamburger Menüknopf und diesen Doppelbildschirmknopf auf der linken Seite, die beiden über den Analogsticks gleichzeitig drückt, dann kommt ihr wieder raus. So. Was ich jetzt noch zeigen wollte, war RetroArch. Zum Abschluss. Weil das finde ich auch absolut überwältigend. Ja gut, mit dem Scheißding legen wir jetzt mal eine Seite. Wir haben hier einen RetroArch. Ihr könnt das alles auch über Emulation Station machen. Ihr müsst es nicht über RetroArch machen. Aber das hier sind allein die Emulatoren, die dem innewohnen. Nur die Emulatoren. Das sind nicht die Spiele. Das sind nur die Emulatoren, die dem innewohnen. Es ist absolut krank, wie viele Emulatoren hier drin sind für alte Spiele. Und teilweise ist es tatsächlich, sind diese Spiele jetzt mittlerweile, also haben kein Copyright mehr. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein, sodass man sie quasi online in dem archiv.org einfach runterladen kann, um die Qualität, weil diese Spiele kann man einfach nicht mehr so kaufen. Guck mal hier sogar, PlayStation 2, cool. Wusste ich gar nicht, dass es so hoch geht. Aber es wird vermutlich auf dieselbe hier greifen. Und zu all diesen Emulatoren findet ihr auch die Ordner dann im ROMs. Im ROMs-Ordner. Und da müsst ihr die dann rein. Ich habe nämlich irgendein ROM-Pack runtergeladen mit Spielen für alles. Und den muss ich dann erstmal da rein sortieren. Was ich noch nicht gemacht habe. Gebe ich offen zu.
So, und dann könnte man hier über Load Content, könnte man dann sagen, okay, welches Game möchte ich denn? Zum Beispiel habe ich jetzt letztens, ich gehe mal in die History, Rock'n'Roll Racing, eins meiner Lieblingsgames aus meiner Kindheit. Ja, und ich weiß gar nicht wieso, aber linken und rechten Analogstick gleichzeitig reindrücken, könnt ihr hier Load State. Bam, ich bin schon hier gegen Grindr. Ein Mega-Game. Wahnsinn. Love it. Ja, jetzt hört man natürlich die geile Musik nicht. Die ist immer schon, wie der Name schon sagt, rockig. Aber das ist auf jeden Fall, oh, what? Holy shitballs. Die haben mich zerstört. Hab ich noch nie gesehen. Frechheit. Naja. Und man kann dementsprechend auch Save States erstellen. Man kann sogar, man kann sogar undo Save States, also man kann Save States wieder wegnehmen, wenn man jetzt zum Beispiel an einer ungünstigen Stelle gesave stated hat und so weiter. Recording und Streaming habe ich noch nie ausprobiert, aber allein, dass es hier steht, finde ich schon faszinierend. Und ja, das ist halt für eigentlich RetroArch eigentlich für ältere Konsolen und da habt ihr dann natürlich die Möglichkeit, mit wenigen Gigabyte viele, viele Spiele euch zu ergattern, so wie ich das hier gemacht habe. Mit so einem ROM-Pack, ich glaube mit 3200 SNES-Games. Und das waren nur, was weiß ich, 1, 2 Gigabyte oder so. Okay, so wenig nicht, aber war auf jeden Fall nicht so viel. Und es ist einfach geil. Und das hat man alles dann jetzt immer dabei. Und I fucking love it. Ne? Also macht euer Steam Deck zu einer Emulationsmaschine und gönnt euch die neuesten Games. Was hiermit auch geht, was ich jetzt noch nicht, worauf ich vielleicht in einem späteren Video nochmal genauer eingehen werde, ist, man kann hiermit eine PlayStation 3 emulieren, was es bisher nicht gibt. Es gibt keine Portable PS3 in keinster Weise. Natürlich PS2 auch nicht, aber für die PSP hat man zum Beispiel, glaube ich, einen PS1-Emulator und so. Also das gibt's alles, aber bisher war es nicht möglich, soweit ich weiß, PS3 zu emulieren. Für zum Beispiel Persona-Games, die ja sehr beliebt sind. Und hiermit geht das. Und man kann auch Persona per se, also dieses Game Persona 5, das ist, glaube ich, ne, kann man auch vernünftig zum Laufen bringen, tatsächlich. Da habe ich schon Videos drüber gesehen. So. Das soll's gewesen sein von mir. Ich hoffe, dieses Video fasziniert euch genauso wie mich. Zumindest die Funktionalität. Weil alles immer dabei zu haben, ist einfach der Wahnsinn. Und wenn euch die Videos über das Steam Deck gefallen, dann lasst es mich wissen. Ich werde gerne noch mehr davon machen. Man kann noch ganz viel mehr Unfug damit anstellen. Man kann zum Beispiel Windows drauf installieren oder ne, wie man hier vielleicht schon sieht. Ich habe schon versucht, Genshin Impact drauf zu installieren, was ja in meinem Channel doch relativ präsent ist. Kleiner News dazu. Genshin Impact bekommt wahrscheinlich einen exklusiven Steam Deck Port. Also brauchen wir uns die Mühe vermutlich gar nicht machen. Funktioniert im Moment nicht wegen dem Anti-Cheat, Anti-Cheat-Modul, was Genshin Impact benutzt. Ich konnte es auch bisher noch nicht umgehen. Ich werde mal gucken, ob ich das noch, ob es da noch irgendwelche schlauen Menschen gibt, die das können. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video geholfen hat und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!